willkommen, liebe Natural Bodybuilding-Freunde. Mein Name ist Daniel Gildner. Herzlich willkommen auf danielgildner.com, DFAC Pro. Heute zur Thematik Kondition. Was ist eigentlich Kondition? Und zwar, ich jetzt schon öfters im Bereich Facebook oder persönliche Nachrichten, wurde ich einfach mal gefragt, mach doch mal so ein Tutorial oder einfach mal so ein paar Grundlagen, Informationen, was eigentlich so Konditionstraining bzw. Kondition ist. Und zwar, Kondition ist einfach ein Begriff, der fügt sich aus unterschiedlichen Begriffen zusammen. Und zwar, dort ist Stichwort sportmotorische Fähigkeiten, also all das, was Kraftfähigkeiten ist, Schnelligkeit, Ausdauer und die Beweglichkeit, also die vier unterschiedlichen Bewegungsfelder bzw. sportmotorischen Bewegungsfelder bilden eigentlich den Begriff Kondition. Und zwar ist es eigentlich eine Leistungsfähigkeit, nicht nur im Bereich Ausdauerleistungsfähigkeit, sondern das wäre einfach nur ein bestimmter Aspekt dieser konditionellen Fähigkeit, sondern er beschreibt eigentlich auch alle kraftmäßigen Fähigkeiten, die halt im Bereich Ausdauerleistung soweit abgefragt werden. Weil, wenn wir jetzt joggen gehen oder ein bestimmtes Cardio-Training im Bereich Fahrradergometer soweit gestalten, kommt es nicht immer nur auf diese besagte Ausdauerleistungsfähigkeit, also die sogenannte Ermüdungswiderstandsfähigkeit heran, sondern auch auf die Kraftkomponente. Es ist immer ein Zwischenspiel zwischen der Kraftkomponente und der Ausdauerkomponente. Und was noch dieser typische Begriff Kondition beinhaltet, heißt eigentlich diese konditionelle Fähigkeit, die auch die Begriffe beinhaltet, Beweglichkeit und Schnelligkeitsfähigkeit. Also all das, wie schnell ich diesen Lauf im Bereich, im Bereich Frequenztraining, also Schrittfolge soweit ableisten kann, wie hoch meine Frequenz ist, wie hoch meine Beschleunigungsfähigkeit ist und meine Bewegungsschnelligkeit dementsprechend das Resultat dieser Ausdauerkomponente. Das war jetzt mal ein kurzer Einblick im Bereich Kondition. Wenn euch das Ganze gefallen hat und weitere Informationen darüber haben möchtet, abonniert mich einfach. Ich bin auch auf Facebook soweit zu finden. Meine Page ist unten eingeblendet. Wenn ihr Fragen diesbezüglich habt, mir dort bitte stellen. Ansonsten bis zum nächsten Video und wir sehen uns. Bye!